Einer der größten Asset Manager und einer der größten ETF-Anbieter der Welt namens VanEck hat einige Krypto-Prognosen angestellt und diese Prognosen möchte ich mit euch in diesem Video einmal durchgehen und euch meine persönliche Einschätzung zu diesen Prognosen geben. Ja, genau, fangen wir doch einfach mal an. Was ist denn die allererste Prognose? Die allererste Prognose ist, dass die USA in eine Rezession fallen und dass aber gleichermaßen auch die Bitcoin-ETFs zugelassen werden, also unter anderem der von BlackRock. Und eine der Hypothesen ist, dass das im ersten Quartal 2024 rund 2,4 Milliarden Dollar in den Spot Bitcoin ETF fließen, was natürlich, naja, zumindest auf den ersten Blick für einen steigenden Preis sorgen soll. Und ich meine, über das Timing kann ich natürlich nicht so viel sagen. Es dauert natürlich auch ein bisschen, wenn das, also von dem Zeitpunkt, bis das zugelassen wird, bis man das Ding halt auch tatsächlich handeln kann. Aber zu der Menge an Geld, die einfließt, kann ich auch nicht so viel dazu sagen, aber das sieht schon reasonable aus. Also man muss sich das Ganze halt auch so vorstellen, dass das ganze Boomer-Geld, was jetzt, was halt in ETFs reinfließt und ja, also insbesondere in sowas wie den S&P 500 ETF, natürlich auch in andere ETFs reinfließen kann. Ich meine, der eine oder andere kennt das ja sicherlich auch, dass man sich einfach nur so denkt, so, ja, hey, gib mir mal noch irgendwie so einen anderen ETF, den ich so ein bisschen in mein Portfolio beimischen kann. Und das Gleiche wird natürlich auch bei Bitcoin passieren. Also schnell mal die WKN raussuchen und dann einfach noch einen Sparplan drauf einrichten oder einfach mal für 10.000 Dollar oder Euro kaufen. Und ja, natürlich ist das Ganze langfristig bullish und da stimme ich mit, naja, zumindest damit überein, dass das etwas Bullisches ist und natürlich den Bitcoin-Preis mittelfristig supporten wird. Und Prediction 2 ist auch recht straightforward, also der Bitcoin-Preis steigt dann natürlich über das ganze Boomer-Geld, was reinrotiert und natürlich sind dann die Miner, die, naja, am günstigsten Bitcoin meinen können, die Hauptprofiteure von dem Ganzen. Denn, naja, die Miner, die es schaffen, ihre Stromkosten zu reduzieren und möglichst günstig Bitcoin zu minen, die, naja, haben dann auch significant Gains. Also die sind dann auch die Leute, die am meisten davon profitieren. Wenn wir uns Prediction 3 anschauen, das ist dann etwas, da lehnen diese, also was heißt, die lehnen sich aus dem Fenster, aber das ist natürlich Glaskugel lesen. VanEck denkt, dass Bitcoin in Quartal 4 von 2024 ein All-Time-High erreichen wird. Unter anderem mit dem, sagen wir mal, Rückenwind von politischen Events und regulatorischen Änderungen, die dann wahrscheinlich basierend auf der nächsten US-Wahl eintreffen werden. Also ich meine, es ist ja ganz klar, dass ein Präsident wie, also sollte Donald Trump wieder gewinnen, ist das natürlich Rückenwind für die Märkte, denn naja, lieber hat man einen Pro-Business-Präsidenten, der, naja, sagen wir mal, ich will ihn jetzt nicht Free Market Agenten nennen, aber lieber jemanden, der pro-Business orientiert ist und zumindest so tut, als würde er den freien Markt gutheißen, anstatt jemanden zu haben, der, naja, eher dagegen ist. Und das Ganze hat dann auch noch andere Implikationen, denn ich meine, ich bin mir gerade nicht sicher, Senat oder das Repräsentantenhaus, die bestimmen halt auch, wer der Kopf der Börsenaufsicht ist in den USA. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt so einen Actor haben wie Gary Gensler, der wird natürlich, wenn die Republikaner dann auch die Mehrheit gewinnen, der wird dann abgewählt werden. Und das ist natürlich was sehr, sehr Gutes. Also man kann halt nicht so einen korrupten Head of the Kopf, Kopf der Chef der Börsenaufsicht haben. Und das ist natürlich auch sehr, sehr bullish für die Märkte, wenn dann ein Gary Gensler gegangen wird. Prediction 4.
Ethereum wird Bitcoin nicht flippen, aber Ethereum wird Major Tech Stocks outperformen. Ethereums Marktanteil wird jedoch von anderen Smart Contract Plattformen gechallenged, also herausgefordert. Ja, also ich meine, es ist auch, ich denke natürlich auch, dass Ethereum den Nasdaq outperformen wird, was, und der Nasdaq ist mehr oder weniger der, sagen wir mal, der Index, der die großen Tech-Stocks, der den großen Tech-Stocks followt im Preis und also der halt zusammengesetzt ist aus den großen Tech-Stocks. Und ich meine, das kann man halt schon als gegeben hinnehmen. Was andere Smart Contract-Plattformen angeht, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube halt immer noch, dass die Majority, also dass der Großteil von DeFi auch weiter auf Ethereum stattfinden wird. Aber klar, jetzt andere Ökosysteme, die aufkommen, wie jetzt zum Beispiel Cosmos und Solana, werden natürlich auch ein bisschen in die Dominanz von Ethereum reingrätschen. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob überhaupt noch eine Plattform in der Lage ist, Ethereums dominante Position wegzunehmen. Aber ja, also ich meine, Ethereum wird Bitcoin wahrscheinlich nicht flippen und Ethereum wird wahrscheinlich den Nasdaq outperformen. Da stimme ich zu. Insbesondere, wenn man sich das Ganze anschaut, wenn man seine Ethereum staked, dann kriegt man noch seine 3, 4, 5, 6, 7% an Ethereum Yields und ja, und zusammen damit wird das ganz bestimmt passieren. Dann Post-EIP 48444 Implementation. Ah, okay. Ethereum Layer 2s will capture the majority of EVM-compatible TVL and Trading Volume. Das ist eine bolde, das ist eine sehr forsche Aussage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt dieses Proto-Denk-Sharding, ob das jetzt wirklich dafür sorgen wird, dass Layer-2-Plattformen, naja, so viel Liquidität abfangen und so viel Trading-Volumen abfangen. Natürlich, Layer-2s sind die Zukunft, also da steht auch keine Frage dran. Allerdings denke ich immer noch, dass die großen Player alle auf Layer-1 spielen werden, einfach weil es das größte und also das Hub mit der tiefsten Liquidität ist und dort auch die meisten Player aktiv sind. Langfristig allerdings denke ich schon, dass es mehr in die Richtung Layer-2 und Rollups geht, denn naja, das ganze Ethereum Layer 1 ist halt nicht so skalierbar. Man sieht es ja jetzt schon wieder, dass einfache Transaktionen teilweise an die $100 kosten. Und Ethereum Layer 1 wird wahrscheinlich das Security Layer bleiben oder wird das Security Layer werden und nach und nach, und mit nach und nach meine ich nicht nächstes Jahr, sondern über die nächsten 5 bis 10 Jahre wird sich das alles mehr auf die Layer 2s verlegen und vielleicht sogar auf die Layer 3s. Ich meine, man kann ja auch wieder einen Rollup in den Layer 2 machen, also ist ja, das kann man ja schön ineinander nesten. Dann die sechste Prediction. NFT Activity will rebound to an all-time high with Ethereum leading and Bitcoin gaining traction via Ordinals Protocol. Shifting ETH to BTC NFT Issuance Ratio 3 to 1 by the end of 2024. Interessant. Also, was die sagen, ist, dass Bitcoin NFTs, also Bitcoin Ordinals, sagen wir mal, einen größeren Marktanteil bekommen und dass diese Inscriptions genutzt werden, um NFTs auf Bitcoin zu deployen. Also das Prinzip ist dahinter eigentlich auch ziemlich einfach. Man hat quasi diese Bitcoin Ordinals und man kann halt quasi auf jeden einzelnen Satoshi auch ein paar Daten draufschreiben. Und das kann man dann halt auch mit NFTs machen. Und man kann dann dort einen Link quasi, einen JPEG-Link reinpacken. Und naja, und damit dann seine NFT-Collections auch auf Bitcoin deployen. Und ich denke auch, dass das eine ganz coole Entwicklung ist, auch auf das, und die findet auch auf Bitcoin statt. Und ja, wahrscheinlich kann das Ganze nochmal einen NFT-Hype auslösen. Ich würde das Ganze jetzt nicht overthinken. Es wird dann wahrscheinlich auch so dieses Marketing geben. NFTs endlich auf Bitcoin. Und ja, und da wird es weitergehen. Natürlich, die NFT-Technologie hat auch noch viele weitere Upsides, die kommen werden.
Und auch schon in der Entwicklung sind Financial NFTs, Nested NFTs und so weiter und so fort, die halt auch tatsächliche Use Cases haben. Und ja, das wird dann natürlich noch etwas dauern, bis die dann auch auf Bitcoin sind. Aber ja, ich meine halt, die Zukunft ist ganz klar. Es sind jetzt nicht mehr nur so Sammelbildchen, sondern man kann halt auch tatsächlich irgendwelche Finanzprodukte darauf bauen. Ja, und ich meine, die Ratio, ob das jetzt wirklich am Ende, hey, für alle drei Ethereum-NFTs, die es gibt, wird es ein Bitcoin-NFT geben. Keine Ahnung, dafür kenne ich mich wirklich zu schlecht mit NFTs aus, aber ich meine, hey, wenn Eck das sagt, wer bin ich es, diesen großen Asset Manager in Frage zu stellen? Dann, Prediction 7, Binance wird Platz 1 im Spot Trading verlieren und andere Plattformen werden einen größeren Marktanteil davon bekommen. Und dann noch eine weitere Prediction, dass Coinbase Futures Market mehr als 1 Milliarde Dollar in täglichen Handelsvolumen haben wird. Also, es kann schon sehr gut sein, insbesondere jetzt sagen wir mal, mit der Strafe, die Binance bekommen hat, dass Binance Marktanteile verliert und dass insbesondere auch relativ Marktanteile verliert. Ja, und so what? Ich meine, DeFi trifft es nicht wirklich. Ich glaube allerdings auch nicht, dass Binance jetzt irgendwie pleite gehen wird oder sowas, aber ich meine, hey, wir haben auch schon andere Player pleite gehen sehen. Aber ich meine, eigentlich ist die Strafe, die Binance bekommen hat, so niedrig, dass es höchstens in deren operativen Profit halt reinschneidet und nicht wirklich ein Hey, we kill Binance Move ist. Das war eher so ein Move, dass halt alle ihr Gesicht waren. CZ geht ins Gefängnis, Binance bekommt eine Strafe, die amerikanische Börsenaufsicht kann sich als der dicke Macker präsentieren und alle sind halt glücklich am Ende. Naja, außer CZ, der ins Gefängnis muss, aber ich meine, wird das auch wirklich umgesetzt oder bekommt der Hausarrest, wo er dann in seiner Mansion quasi weiterleben kann? Das ist halt auch die Frage. Weiß ich nicht. Ich denke nicht. Dann. Prediction 8, der Stablecoin-Markt wird ein neues All-Time-High erreichen mit über 200 Milliarden Dollar in Stablecoins. Und ja, also ich meine, ich als Curve-Fan denke natürlich auch, dass Stablecoins irgendwo, sagen wir, ein Schritt in die Zukunft sind, weil es auch ein bisschen, sagen wir mal, die Banken umgeht und dann durch andere Player ersetzt. Aber ja, ich meine, der Trend geht dahin. Stablecoins sind in den, also zumindest die halt full gebackt sind, die sind full gebackt, anders als das Geld, was in der Bank liegt, was halt sehr häufig, nee, nicht ganz häufig, eigentlich immer undercollateralized ist und ein ganz großes Ponzi-Scheme ist. Und ja, dementsprechend bin ich auch immer viel glücklicher, Stablecoins zu halten und fühle mich sicherer dabei, anstatt Geld in der Bank zu halten. Stablecoins sind schon auf jeden Fall eine Finanzmarktinnovation, eine Innovation des freien Marktes. Und ja, und ich denke auch, dass der Trend weitergeht. Und natürlich, meine lieben Freunde des 2000X, wenn ihr davon profitieren wollt, könnt ihr natürlich auch Freunde des 2000X werden und im Finanzgoblin Vault, investieren, wo ich dieses Stablecoin-Narrativ mit dem größten Exposure über Convex natürlich, ja, wo ich dieses Narrativ verfolge. Performance ist jetzt, seitdem der Bullmarkt zurückgekommen ist, auch ziemlich gut. Also jetzt seit September sind wir wieder um fast 80% gestiegen. Macht auf jeden Fall wieder Spaß. Aber ja, machen wir doch einfach mal direkt weiter mit Van Eck. Dann hatten die gesagt, USDC, also Circle will reverse market share losses. Also USDC hat gegenüber anderen Stablecoin-Providern große Marktanteile verloren und ja, und wird sie zurückholen. Ich meine halt, USDC ist gebackt von BlackRock, also indirekt. Ich meine, die haben halt ein Investment von 400 Millionen Dollar reingeworfen. Ich würde auch nicht gegen BlackRock setzen. Ich weiß nur nicht, ob wirklich jetzt USDC so diese
dieser Gigant wird, der Marktanteile jetzt so gigantisch zurücknimmt, oder ob jetzt nicht noch mehr Fintech-Player etc. etc. dazukommen werden. Also das heißt, ob jetzt zum Beispiel ein PayPal, die jetzt auch ihren eigenen Stablecoin haben, die haben ein Interesse daran, den zu pushen. Dann hört man jetzt auch von immer mehr Großbanken, JP Morgan etc., von Visa, von Payment Service Providern, dass alle irgendwie Stablecoins anbieten wollen. Und ich glaube eher, dass diese Stablecoin-Geschichte, naja, dass das Ganze fragmentierter wird und dass viele unterschiedliche Leute jetzt ein Interesse haben, Stablecoins zu issuen. Dann. DEX. DEX-Volume wird All-Time-Highs erreichen und Blockchains wie Solana werden einen großen Teil dazu beitragen, dass das passiert. Also ich meine, ja, ich denke auch, also wenn wir jetzt 200 Milliarden Dollar worth an Stablecoins haben und die Leute das ganze Geld hin und her schieben, ja, dann wird auch das Volume wird auch das Volume steigen. Und ja, der ein oder andere Finanzgoblino wird ja sicherlich wissen, wer am meisten davon profitiert, wenn Stablecoins getradet werden. Ja. Und unter anderem natürlich auch der Finanzgoblin Vault, aber naja, Curve sitzt natürlich in der Mitte von dem Ganzen und das, ja, wird natürlich dann auch schön viel Fees, schön viel Volume bringen und sollte dann auch für recht viel Real Yield sorgen. Dann Remittances will boost Blockchain News in Prediction Number 10. Also Remittances, internationale Payments, werden dafür sorgen, dass mehr Leute Geld hin und her senden, also unter anderem, naja, ja, Stablecoins, die sprechen auch von Bitcoin, klar, beides wird halt zunehmen, wenn es mehr Stablecoins gibt, mehr Leute es nutzen, werden die Leute auch mit diesem Geld hin und her senden. Und ich meine halt, das funktioniert halt auch ganz gut. Also zum Beispiel meine Ex-Freundin. Ich hatte einmal ihr gezeigt, wie man das zum Beispiel nutzen kann, kommt aus der Türkei, aus Istanbul, wie man das zum Beispiel nutzen kann, um dann US-Dollar-Stablecoins sich zu kaufen, wenn man selbst Lira hat, wie man dann das Ganze wieder zurückverwandelt und dass man das dann wieder aufs türkische Bankkonto bringen kann. Und ja, also so, das wäre dann so eine Art von Remittance-Payment und Forex-Swap vorher, dass man seine Dollar in Bilira tauscht und die Bilira dann halt auscasht, so gibt's halt alles schon, funktioniert schon perfekt. Und ich meine halt bei, ich weiß gar nicht, jetzt 100% Inflation oder irgendwas zwischen 70 und 100% Inflation von der Lira macht es natürlich auch komplett Sinn. Ich meine, wir haben ja nur 6% Inflation, genau, ne? 6%. Die Preise sind überall um 6% gestiegen, ja, genau. Ja, genau, und dann Bitcoin-Staking, yo, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also es gibt ja jetzt diese Entwicklung, die Bitcoin-Layer-2s, also sowas wie Lightning etc., dass man seine Bitcoin dort staken kann quasi. Also das ist jetzt nicht unbedingt nur Lightning, sondern es können halt auch so andere Proof-of-Stake-Layer-2s von Bitcoin sein, wo man dann seine Bitcoin staken kann und die dann wiederum Transaktionen auf dem Layer-2 abwickeln und dafür kann man dann halt wieder Yield bekommen auf dem Layer-2. Also macht schon Sinn irgendwo. Ich weiß, das triggert bestimmt einige Bitcoin-Maximalisten, dass jetzt auch diese ganzen Roll-up-Geschichten, die es auf Ethereum gibt, dann auch zu Bitcoin kommen und dass Leute dann das Bitcoin-Netzwerk so anpassen, dass man auch wirklich Payments darüber abwickeln kann und nicht einfach, sagen wir mal, den langsamen Layer One verwendet. Aber ich meine, ich persönlich bin halt ein DeFi-Maxi. Ich finde die Entwicklung ganz gut, dass man das Netzwerk auch weiterentwickelt. Ja, aber ich meine halt, ich bin irgendwo auch ein Bitcoin-Maxi, aber halt kein Toxi, der sagt so, hey, wir müssen unbedingt weiter Steintafeln nutzen,
um unsere Informationen festzuhalten. Ich habe halt lieber Festplatten und alles digital. So, aber ich meine, hey, das ist so. Ja. Genau. Dann Prediction 11. A breakout Blockchain Game may surpass 1 million daily players. Ja, so genau. Blockchain Games wird schon irgendwie kommen, aber das Ding ist halt eher, man braucht richtige Games, die auch Blockchains und NFTs nutzen und nicht irgendein Blockchain-Game, was halt shitty ist. So, ja, ist eigentlich ganz klar. Also du willst halt irgendwie sowas haben wie ein WoW, wo du dann deine Waffen in NFTs geissued bekommst und dann gibt es irgendwie vielleicht so 10 von diesen super legendären Waffen, die du dann für 5000 Ethereum und weiß ich nicht was irgendwo kaufen kannst und verkaufen kannst, wenn du vielleicht diesen Giga Legendary Drop hast. So. Also das ist ganz klar. Und ich meine halt auch in anderen Spielen, Counter-Strike, Weapon Skins, so weiter und so fort. So, das ist ganz klar, dass das passieren wird. Das ist auch übrigens wahrscheinlich der größte Use Case von NFTs. Vielleicht auch noch sowas wie Tokenized Staatsanleihen, aber ja, also so GameFi, sehr, sehr wichtig. Immutable X ich glaube, entweder ein Starknet Layer 2, aber ich meine, also der ist auf jeden Fall EVM-compatible. Ich habe den auch schon mal verwendet für so ein Blockchain-Game, das so ähnlich funktioniert wie Hearthstone. Ich habe aber den Namen davon vergessen. Ja, das Spiel ist halt nicht so gut wie Hearthstone und das Spiel müsste halt so gut werden wie Hearthstone, dass es dann auch vielleicht mal 1 Million Daily User hat. Und da müssen die Leute dann, die Gaming-Companies vor allem, nachziehen. Dann, Prediction Number 12. Solana wird eine Top 3 Blockchain beim Market Cap. Ja, es ist ein kompletter VC-Scam, aber es ist ein kompletter VC-Scam und die sorgen halt dafür, dass der Preis steigt. Ich halte persönlich nichts davon, aber ich meine halt, hey, der Preis kann pumpen, die Fees sind günstig. Letztens habe ich auch das letzte Mal auf Orca Finance also das allererste Mal Solana verwendet. Transaktionen sind günstig, sind cheap und schnell und ja, hey, okay. You do you, VanEck. Also ich hole mir trotzdem keinen Solana. Also kann schon sein, weiß ich nicht. aber ja, ich meine, da muss man sich auch immer bewusst sein, dass man Exit-Liquidity für die VCs ist. So. Also natürlich fangen die das jetzt an zu schillen und ich meine halt, so jemand wie VanEck hat sich jetzt auch schon Heavy Bags gekauft, natürlich nicht offiziell in den USA, sondern die werden irgend so eine Offshore-Entity haben, wo die wahrscheinlich dann irgendwelche in den Bahamas irgendwelche OTC-Deals gemacht haben mit FTX, wo sie dann die ganzen Bags aufgekauft haben, die von den Retail-Investoren quasi gestohlen haben. Und ja, und jetzt machen die sich halt ein schönes Sümmchen damit. Und das Gleiche dann natürlich auch, also mit anderen Assets. Ich meine, wer wird denn jetzt hier in 2023 gekauft haben? Natürlich irgendwelche Tochterfirmen von BlackRock, von VanEck, von den ganzen Hedgefonds. Die haben sich natürlich während des Bärenmarktes eingedeckt. Und jetzt sieht man ja, wie das institutionelle Schillen beginnt. Dann Deepin Networks, especially Hivemap and Helium. Ah, ja, okay, der Scam. Die treiben wirklich jede Sau wieder durchs Dorf. Ja, okay, sie sagen, Heliums Network wird expandieren und Leute werden das nutzen können. Ja, ich will hier nicht über Scams reden auf meinem Kanal. Deswegen werde ich diese Prediction skippen. Aber ich meine halt, es sind halt Traditional Finance Leute, die chillen auch gerne Scams. Ich meine, hat man ja auch gesehen, das SEC war ja ein großer Freund von FTX, tatsächlich, also schaut es euch an, gerne in der Vergangenheit. Und ja, ich meine, halt hat man ja gesehen, was passiert, wenn man den Finanzmarktregulierungsbehörden vertraut, insbesondere den amerikanischen und denen, die keine Fehler machen, die von Gary Gensler und Konsorten wie Goldman, sagen wir mal, die quasi von Goldman Sachs geführt werden, ja. Jeder kann daraus machen, was er möchte. Ja,
Genau, dann New Accounting Standards will boost crypto, corporate crypto holdings. Klar, also wenn man jetzt irgendwelche IFRS Standards hat, also das sind so, naja, Accounting Standards, also wenn das Ganze jetzt strukturiert wird in irgendwie solchen Standards, dass man dann sagen kann, hey, ERC20 Token, so, die werden so accounted, Kunst-NFTs werden so accounted, sowas hätten halt in der DeFi-Yielding muss man so accounten, na dann ist es halt auch einfacher für so ein Unternehmen, solche Assets und dann vielleicht auch Liquidity-Pool-Positionen oder vielleicht auch gelockte Token, wie jetzt bei Curve, wie ECRV, naja, in den eigenen Balance Sheets halt zu führen. Und da kann man dann halt sehen, hey, wie schreibt man das ab? Und dafür gibt es halt keine einheitliche Methode. Da macht einfach jeder, was er möchte, nach seinem besten Wissen und Gewissen. Beziehungsweise davon werden natürlich dann auch viele Companies abgehalten, die dann zum Beispiel gezwungen werden, nach IFRS oder nach dem deutschen Standard, wie heißt der, Handelsgesetzbuch, sowas, genau. Nach Handelsgesetzbuch seine Buchführung zu machen, und natürlich braucht man dafür dann Accounting Standards. Ja, Coinbase's Layer 2 wird mehr Revenue machen, weil, naja, die Base Chain mehr Volumen halt hat, so, okay, fair enough. Und dann die nächste Prediction: 2025 wird eine große Financial Entity, eine quasi Public Blockchain, issuen, die auch angebunden ist an die öffentlichen Chains wie Ethereum und so weiter. Das heißt, vielleicht sehen wir auch hier ein bisschen Foreshadowing, dass wir innerhalb des nächsten Jahres vielleicht sogar von VanEck selber. Vielleicht meinen Sie da, wollten Sie das halt hier so durch die Blume durchscheinen lassen, dass die selbst gerade eine Asset Tokenization Blockchain entwickeln und die dann herausgeben. Also ich meine halt, oder das ist einfach nur eine Hypothese und Sie ja und denken halt, dass irgendein anderer Player das macht. Weiß ich natürlich nicht, aber ich meine halt, der Weg dahin ist halt auch ganz klar. Man wird halt diese Public Infrastructure haben wie Ethereum, und natürlich wird es dann auch Corporate Chains geben, die ja, die dann auch ermöglichen, dass man dann vielleicht in einem in einem Garten, in einem bemauerten Garten spielen kann, der quasi, also so eingeboxt ist von einer Mauer, und da dann halt quasi seine Crypto-Trades machen kann, halt recht zentralisiert, aber hey, ich meine halt, es automatisiert vieles, und alleine das ist schon der Use Case, dass du halt Sachen automatisierst, wofür du jetzt heutzutage Clearinghäuser brauchst und riesigen Überbau an finanzieller Infrastruktur. Und ich meine halt, warum nicht automatisieren? Das ist halt auch irgendwo ein Digitalisierungsthema. Dann KYC-compliant DeFi-Apps led by Uniswap will likely surpass non-KYC-ones. Kann schon sein. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Institutionen müssen halt mit AML, also Anti-Money Laundering, ja, Gesetzen und auch Know Your Customer Gesetzen compliant sein. Die können nicht einfach auf Uniswap oder so traden, also im offenen Ecosystem, einfach weil es von der Gesetzlage her nicht geht. Und deswegen, ja, und weil die Institutionen halt das größte Geld haben, kann das schon sein, dass das Volumen dann über diesen Apps größer wird. Aber ich meine halt, wenn wir uns die globale Liquidität anschauen, sind wir halt immer noch recht, also so bei einer Liquidität von null im Vergleich zu dem, was halt irgendwie im Forex-Market zum Beispiel fließt und was im Derivate-Markt fließt. Und ich meine halt, wir reden da von Trillions of Dollars am Tag und Quadrillions per Year. Also so, ja, also das Volumen wird alles steigen. Wenn wir wirklich 200 Milliarden Dollar an Stablecoins sehen jetzt im nächsten Jahr, dann fliegt alles. Also
alles, was irgendwie Exposure dazu hat. Und darauf freue ich mich. Darauf können sich auch meine Freunde des 2000X freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Freund des 2000X werden wollt, dann hinterlasst mir doch gerne ein Like oder einen Kommentar, was ich noch so für Videothemen bearbeiten soll, ob euch das Video gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal.